ich wollte mit euch mal über Kofferschlösser reden. Ihr habt ja unterschiedliche Bauweisen und hier haben wir jetzt zum Beispiel eins, da habt ihr unten nicht die Möglichkeit, irgendwelche Hohlräume zu erkennen. Das Schloss ist dicht, aber ihr habt den Vorteil, dass ihr ein kleines Zollschloss habt. Wenn ihr jetzt irgendeinen Federdraht, einen ganz dünnen Draht nehmt, hier reinsteckt, das muss einfach nur so dünn sein, dass ihr in das Schloss reinpasst, rein und während ihr versucht, den Draht reinzustecken, ein bisschen auf und ab bewegen und währenddessen drehe ich hier diesen Bereich. Einfach nur auf und ab und hier seht ihr, das Ding ist auf. Jetzt kommt ihr an den Inhalt eures Koffers wieder ran. Gleiche Prinzip ist natürlich, wenn ihr wieder verschließen wollt, reinstecken. So, und jetzt ist wieder verschlossen. Das ist eine Möglichkeit, diese Schlösser aufzukriegen. Und jetzt zeige ich euch gleich nochmal die andere. So, Leute. Jetzt sprechen wir nochmal über die andere Art von Schlössern. Hier habt ihr kein Zollschloss dran. Aber ihr habt die Möglichkeit, hier unten kleine Hohlräume zu erkennen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Rad dreht, habt ihr hier unten einen kleinen Hohlraum, den ihr sehen könnt. Das heißt, ihr nehmt euch ein bisschen Licht. Jetzt hole ich euch mal selber ein bisschen mit ran. Und hier, wie ihr sehen könnt, ist nichts. Jetzt drehe ich einmal, bis hier ein Hohlraum zu sehen ist. Da. Hier kommt gerade dieser Hohlraum, den ich meine. Könnt ihr sehen? Den stelle ich mir jetzt immer auf die linke Seite. Hier. Jetzt gucke ich hier, ob wieder dieser Hohlraum da ist. Den stelle ich mir auf die gleiche Höhe wie der hier. Und das gleiche mache ich jetzt beim nächsten Rad auch. Bis dieser Hohlraum zu sehen ist. Hier. So, jetzt habe ich diese drei Hohlräume. Und jetzt kann ich, egal welche Kombination eingegeben ist, kann ich noch nicht öffnen. So. Und jetzt mache ich so, dass ich eine Ziffer nach links weitergehe. Das heißt, ich gehe von dieser 2 auf die 1, 1, 1, geht noch nicht auf. Wenn ich jetzt nochmal ein weitergehe, jetzt geht es auf. Wir können das gleiche nochmal ausprobieren. Das heißt im Endeffekt, man verstellt den Code. So. So, Code ist verstellt und jetzt verstellen wir das Ding nochmal. Jetzt hat sich dieses Kofferschloss verstellt und ich habe keine Ahnung mehr, welche Kombination. Ich achte jetzt nur auf die Hohlräume. Da ist der Hohlraum. Da ist der Hohlraum. Und da ist der Hohlraum. Jetzt gehe ich wieder eine Nummer immer weiter. 1. 2. So, und jetzt wird das aufgehen. Bei manchen kann es auch sein, dass eine Ziffer mehr ist, aber das müsst ihr dann selber rausfinden. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen und viel Spaß. So Leute, wenn ich jetzt die Kombination verstellen möchte, dann muss ich das einfach so machen, dass ich hier eine kleine Nische habe. Das heißt, das Schloss ist offen. Drücke hier rein. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die neue Kombination einzustellen. Bestätigen tut ihr hier drauf. Und somit ist eure neue Kombination eingestellt. Hier ist das gleiche Prinzip, dass ihr oben einen kleinen Druckknopf habt. Im Moment haben wir die 0 eingestellt. Einmal Druckknopf rein. Jetzt kann ich zum Beispiel hier die 9 einstellen. Bestätige hier. Das ist euer neuer Code. Das gleiche nochmal. Reindrücken, neuen Code eingeben und bestätigen. So, bei dem hier ist es anders, da habt ihr die Möglichkeit hier ranzuziehen. Das heißt, ihr zieht hier rüber und gebt dann euren neuen Code ein. Rüber. Code eingeben
und alles ist gut. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen damit und viel Spaß.